Herr Roth, wir sind jetzt im Saal der Salzburger Nachrichten, wo Sie da allen Leuten, die da auf diesen Bänken hinter uns sind, 450 Milliliter Blut abnehmen. Wie verkraften das die Leute? Ja, es ist so, dass in der Regel sehr gut verkraftet wird. Es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo man es ein bisschen spürt, weil der Mensch ist ja keine Maschine. Aber der Großteil der Leute geht dann wieder nach Hause und fühlt sich an und für sich sehr gut danach. Wie wird man jetzt überhaupt Blutspender? Was muss man machen, außer sich da einfach anzumelden? Nun, man muss die Kriterien erfüllen. Ein Kriterium davon ist, man muss 18 Jahre alt sein. Danach muss man sich einfach zu uns kommen, einen Ausweis mitnehmen und anmelden. Danach die einzelnen Stationen absolvieren und danach wird man gespendet praktisch. Als Dank gibt es ja hier Cola und Schokolade. Anders als beim Plasmaspenden, wo man auch tatsächlich bezahlt wird. Warum ist das so? Ja, prinzipiell ist vom Gesetz aus die Grundlage dahingehend, dass die Blutspende unentgeltlich sein sollte, freiwillig und unentgeltlich. Daran halten wir uns auch. Der Spender bekommt von uns deswegen eine kleine Stärkung danach. Er verliert durch den halben Liter Blut oder die 450 Milliliter plus die Laborproben eine Menge an Flüssigkeit bzw. an Blutzucker, und das versuchen wir wieder auszugleichen, indem es bei uns eine Süßigkeit und etwas zum Trinken gibt nachher. Wie lange braucht man, bis man sich von seiner Blutspende wieder erholt hat, körperlich? Es ist so, dass der Großteil der Bevölkerung das einfach gut verträgt, im normalen Leben dadurch keine Beeinträchtigung haben wird und er braucht sich in dem Sinn auch nicht erholen. Im heutigen Abend oder am Nachmittag soll er einfach keine körperlichen schweren Tätigkeiten mehr vollführen, keinen Sport mehr ausüben. Und ab morgen darf er dann schon wieder was im normalen Lebensrhythmus machen. Herr Roth, 36.000 solcher Blutkonserven brauchen Sie im Jahr. Wie schaut es da derzeit aus? Sind die Vorratsspeicher gefüllt oder gibt es einen gewissen Mangel? Es gibt natürlich Schwankungen. Wir merken die Schwankungen speziell, wenn es große Grippewellen gibt oder wenn Urlaubszeit ist und so. Das ist schon spürbar. Wir haben natürlich einen Plan und wir haben einen Orteplan und wir fahren jeden Tag in einen Ort im Bundesland Salzburg, um den Bedarf sicherzustellen. Aber es kann schon vorkommen, dass eben aufgrund solcher Ereignisse, wie eben Grippewellen und so, die Vorräte etwas zur Neige gehen, und dann versucht man schon in die Orte, wo man kommen, noch mehr Werbung zu betreiben, die bekannten Spender eben wirklich zu mobilisieren und zur Spende halt zu gewinnen, sagen wir mal so. Wie ist denn generell mit der Spendefreudigkeit im Laufe der Jahre? Geht die ein bisschen zurück? Gibt es da Notwendigkeit zu mobilisieren, auch über Medien, so wie jetzt, Werbung zu machen? Die Werbung ist einfach wichtig für uns. Jeder kommt freiwillig, wie schon gesagt. Es gibt auch in dem Sinn kein Geld oder sonst irgendwelche materiellen Dinge dafür, sondern es ist einfach eine Freiwilligkeit. Jeder, der sich da hinlegt, muss man einfach Danke sagen dazu, und er hilft damit anderen Menschen, und für ihn selber schadet es meistens auch nicht. Und mehr kann man eigentlich nicht tun und einfach hoffen, dass durch solche Werbeaktionen so genug Menschen kommen. Was macht man eigentlich, wenn es mal einen Engpass gibt? Naja, den versucht man eben zu vermeiden, indem man noch mehr Werbung betreibt durch den Medien. Es gibt Aufrufe im Radio, es gibt die Einschaltung in den Tageszeitungen. Und wir gehen auch natürlich in so Organisationen wie Bundesheer und so, versuchen wir dann im Notfall darauf zurückzugreifen, noch mehr als wie wir es eh schon tun. Derzeit funktioniert es ja noch, was sehr gut ist. Und auf diesem Wege möchte man trotzdem aber auch jetzt Werbung machen. Bitte gehen Sie Blut spenden. Herr Roth, wann waren Sie das letzte Mal? Ich war das letzte Mal im November. Und jetzt wird es eh schon wieder Zeit, dass ich selber auch wieder gehe.